Noch eine Eisenspitzhacke machen. Oder zwei. Oder drei. Machen wir drei. Runde Zahl, so. Dann kann ich erstmal Erde, Sand und Zäune und was nicht alles wegpacken. Bei Eisen muss natürlich auch noch da damit rein. Erde. Sand. Uiuiui. Mann, das Lager ist doch gar nicht so groß und ich brauche trotzdem ewig, um durchzulaufen. Das ist doch schlimm, ist das doch. So, mal sehen, wie viel... Ich brauche einiges an Cobblestones eigentlich, ne? Eigentlich schon. Ich will zu Holz. Da. Das heißt, ich werde mal kurz das da alles abpacken. Oh, scheiße. Gott sei Dank habe ich jetzt... Ich habe jetzt nicht viel abgebaut damit. Boah, habe gerade gewundert, hä, warum habe ich denn da oben noch eine? Ich dachte, wäre schon wieder wegen Bug und so, aber nein, das war... So, Stone, komm nochmal das da weg. So, ich brauche nochmal 6 Sticks. Das sollte reichen, davon kriege ich doch 8, ne? Ja. Mann, jetzt mach so. So will ich das. So wollt ihr das und nicht anders. So, die Sticks kommen wieder mit. Die packe ich zum Holz. Und dann gehen wir jetzt mal Cobblestone farmen. Jetzt ist die Frage, ob ich das gleich mit dem da unten kombinieren soll. Nein, tue ich nicht. Ich habe jetzt keine Lust dazu. Ganz einfach. Nö. Jetzt geht gerade Sonne unter, oder was? Mehr oder weniger zumindest. Gehe ich nochmal in eine Schlucht und bastel mir ein bisschen was ab. Ja, da muss ich ja nicht mal runter. Ich brauche ja diesmal wirklich nur Steine. Diesmal will ich ja nichts anderes. Diesmal nicht. Und mal sehen, wie viel man für 3 Spitzhacken kriegt. Ich weiß nicht, ob mein Inventarplatz dafür ausreicht, aber ja. Oder unten sehe ich noch 2 Dingses, ne? Und so. Und so, weißt du? Habe ich mich erschreckt. Oh, Sandstein. Ich wusste doch, dass das kein Sand ist. So. Dann tausche ich mal kurz das da. Und dann bastel ich einfach mal hier weg. So fröhlich vor mich hin. Ach man, hier hat keine Effizienz drauf. Das ist lame. So ein bisschen. Ah ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier schön einen Steinbruch ackern. Damit wir auch was kriegen. Für, ja, keine Ahnung. Für unser Geld eben. Was für Geld, damit auch was tun für unser Geld. So, mal was für Geld eben, ja. Erstes Deck haben wir bald voll, oder was sagst du? Ah, gut. Bald ist auch wieder ein relativer Begriff. Genau wie relativ. Hm. Relativ bald. Ultimative Kombination, wa? So, hier werde ich mal kurz die hier machen. Ach, deshalb habe ich noch einen zweiten Bogen, der fast kaputt ist. Ich habe mich schon gewundert. Hat ein Skelett fallen lassen. So war das. So. Ich habe mich schon gewundert, ich hatte den noch nicht weggepackt. Ich krieg heute manchmal wieder gar nichts mit. Richtig verpeilt bin ich heute mal wieder. So, erster Stack voll. Erstes Deck, erster Stack. Ich sage eigentlich immer der, das Deck. Also, erster Stack. Der Stack, erster Stack. Erstes Deck. Ne, erstes Deck wäre es, wenn ich das Deck sagen würde. Ich sage aber der Stack. Erster Stack voll, so rum. Mann, Mann, Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache, wa? Und das dauert so lange mit der Spitzhacke. Ich will meine Effizienzspitzhacke. Ich könnte jetzt natürlich hierfür für 21 oder so verzaubern und hoffen, dass die Effizienz kriegt. Aber... Ne. Das mache ich nicht. So nötig habe ich es dann doch nicht. Und so lange ist ja nicht mehr. Ich meine, die erste ist jetzt auch schon wieder zu einem Drittel weg. Das geht ja noch. Ne? So. Wer weiß, vielleicht wenn wir später aus diesem Steinbruch auch noch was richtig Cooles bauen. Höchstwahrscheinlich aber nicht, aber... Wir müssen dir alle Möglichkeiten offen lassen.
oder so. Na gut, nehme ich die Wand auch noch mit. Ausnahmsweise. Und der Stein stört mich auch. Und fällt runter. Jetzt stört er mich noch mehr, weil er da unten liegt. Das ist doch richtige Musik zum Steinerbauen. Da kriegt man richtige gute Laune, richtige Motivation. Juhu, Steinerbau. Stein um Stein. Dummdi-dummdi-dumm. Und so, keine Ahnung. Hat natürlich jetzt gerade voll dazu gepasst. Ist klar, ne? So, dann gehen wir hier weiter runter. Ich pack mal kurz die Stacks da weg. 44 haben wir schon wieder, naja. 3 Stacks haben wir auch bald voll. So. Dann los, komm her zu mir. Sehr schön. Und dritter Stack voll. Yay. Der vierte Stack schon angefangen. Uhu. Was eine Überraschung. Ah, zum Glück gibt es hier Steine wie Sand am Meer. Ahaha. Ich sehe die Höhle vor lauter Stein nicht. Ahaha. Wäre sowas extrem gut, was mir dazu spontan einfallen würde. Ich wusste, dass er dann runterkommt. Ich hab's einfach gewusst. Ich hatte es im Urin. Unter den Umständen mach ich mal so. Das da weg. Das da dahin. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Hä? Da. Ich hab's nicht geschafft. Tja. Tja. Ich hatte nur gerade keine Lust, dass das da alles runterkommt. Jetzt werde ich den Sand wieder aufschütten. Hm. Hm. So schon mal nicht. Oder ich mache einfach so hier. Bläh. So, dann hier einen weiter runter. Ach, weißt du was? Nehmen wir den Sandstein einfach mal mit. So. Hören wir mal nicht so. Machen wir so. Fertig. Bin ich hier einmal runter, dann kann ich also das da alles wegmachen. Mal ist hier Sand drüber? Nein, gut. Sehr, sehr schön. Astro Pizzacke macht wirklich bald einen 8-Abgang. 8-Gang, genau. Ein 8-Gang macht sie. Aber ich bin jetzt halt wirklich. Es ist echt, geht für mich gerade echt fix, weil ich es ja noch gewohnt bin. Mit einer Diamantspitzhacke und Haltbarkeit 3? 3? Ja. Glaube ich sogar. Oder so, ne? Da hält das eben schon länger. Wie es halt auch schon. Wie das Attribut auch schon verlauten lässt. Haha. Formulierungsking. Kacke, keine Ahnung. So, da haben wir auch gleich wieder ein bisschen Eisen, damit wir uns noch mehr Spitzhacken machen können. Juhu. Aber ja. Da muss ich echt mal gucken, wo ich dann die anderen Stallungen und so hin mache. So, für... Boah, tut mir leid. Für Schweine und Kühe und so. Also, ne, ich glaube, die Kühe werde ich auf irgendeine Weide stellen, auf eine kleine da hinten, wo ich vorhin gezeigt hatte, werde ich wahrscheinlich da irgendwo hinpacken. Aber Schweine weiß ich nicht, ob die sollten Schweine auf dem Land sein oder Stallhaltung, weiß ich nicht. Bei Hühnern ist ja natürlich immer Freilandhaltung das Beste, was auch immer, aber nein, das gibt's nicht. Okay, ich mache einen Hühner- und Schweinestall zusammen. Den packe ich irgendwo hin. Die Schweine kriegen dann so eine extra Kabine wie die Hotte Hüs. Obwohl, ja, da kommt immer, die kriegen 5x5 Kabine, also doch 5x5 Kabine, kommen immer zwei Schweine in eins. Oder so, das könnte man machen. Das könnte man machen. Oder so, ich weiß nicht. Ich hätte das eben schon so gern so systematisch aufgeteilt, quasi. Das wäre schon cool. Mal, wir sind schon ein ganzes Stück runter, wa? Ah. Wir sind so weit runter, dass da oben schon ein Skelett spawnt. Ah, Rechtsklick war schießen. Der hat schon wieder verzauberten Bogen. Ich will den haben. Boah. Penner, gib mir meinen Pfeil wieder, so. Ja, daneben nicht, so,
Oh, schon wieder sehe ich voll schlimm aus. Wie soll ich denn so rausgehen? Kann man sich doch keinem zeigen. Mit Pfeilen im Kopf. Solange ich im Knie ist. Ah, 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 ah. Und so, ne, weißt du. So, zweite Spitzhacke ist auch schon wieder zur Hälfte puttig. Ich glaube, die Cobblestones, die ich jetzt hier sammle, werden nicht reichen. Bin ich mir fast sicher. Ich wäre ziemlich sicher sogar. Weil ich denke, ich mal das Dach dann zumindest größtenteils aus Cobblestone-Slabs da machen will. Wäre so mein Tipp. Licht. Wäre, glaube ich, und dann halt mit normalen Dingern da verzieren oder so, aber ja. Also mit Steinziegeln verzieren, aber doch hauptsächlich Cobblestone, ja. Das wird schon arg teuer, könnte man sagen. Könnte man so sagen. Darauf diese fröhliche Musik. Ja, Freunde, wir sind gerade beim Steine abbauen. Na, gefällt's euch genauso wie mir? Ist das so spannend? Toll, dann können wir das doch zusammen machen. Keine Ahnung. So eine Stimme stelle ich mir dabei vor, so eine kleine Quäke-Stimme oder so für irgendeine Kindersendung. Oder ein cooles Urlaubsparadies, das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Was soll denn der Scheiß? Gut, dass der Sand noch hier liegt. Komme ich damit hoch? Ich glaube schon. Tatsache. Mann, was soll denn das, dass ich da auf einmal einfach nur runterfalle? Was? Das kann doch nicht angehen. Das finde ich jetzt nicht schön. Finde ich nicht gut, nee. Finde ich nicht so pralle. So. Zweite Spitzhacke ist auch bald weg. Schätze ich mal, ja, also. Eine Schicht bis, naja, anderthalb Schichten vielleicht noch oder so. Dann dürfte die, denke ich mal, auch schon wieder Geschichte sein. Haha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stacks Cobblestones. Sehe ich gerade die Menge. Aber ja. Machst du nichts? Den kriege ich noch so. Ich krieg alle. Okay, schafft nicht mal die eine Schicht hier noch. Hatte ich dir schon wieder zu viel zugemutet. Ich bin das halt jetzt von Diamantspitzhacken gewöhnt, ne? Da habe ich hohe Ansprüche. Stellt euch schon mal drauf ein. So. Und ein bisschen mehr Licht wäre auch ganz nett. Mal kurz ordnen, weil ich es kann. Ach genau, jetzt gucken. Hier ist da, dann geht's hier so runter. Genau. Genau so. So. So ist das. Ich hätte jetzt natürlich mal gucken können, bevor ich die Spitzhacke angefangen habe, wie viele Stacks ich mit zwei Spitzhacken gekriegt habe, damit ich ungefähr so weiß, wie viel ich letztendlich habe. Ich habe alles. Nein, wie viel ich dann letztendlich haben werde, aber ich denke mal, das wird zumindest für kurze Zeit erstmal reichen. Ich meine, ich werde erstmal kurz Slabs bauen. Da werde ich, schätze ich mal, 3 Stacks vorne, kriege ich 6 Slabs draus. 6 Slabs. Obwohl ich könnte auch ich könnte auch erstmal nur anderthalb Stacks, dann kriege ich 3 Stacks Slabs raus. Dann noch Zaun. Da werde ich auch. Na, da war ich. Doch, da werde ich auch ein paar machen. Ein paar. Dann kann ich auch gleich mal gucken, weil, wie ich das Dach dann so an sich machen werde. Also auch von meinem normalen Haus. Ich meine. Oh, da ist ein Stein kaputt gegangen. Tut mir aber leid. Ich werde zwar natürlich nicht genauso machen, aber so in etwa die Richtung vom Stil her. Vom Still. Ach, mach ich so. Werde ich dann mal sehen, wie das dann ist. Es wäre jetzt natürlich echt geil, wenn ich mit wenn die letzten Steine, die ich abbaue, dann 61 wären, weil ich ja noch 3 so rumliegen hab, oder? Ich glaube 3. Ich glaube 3 waren es, die ich noch rumliegen habe. Aber das werden wir dann sehen. Dem werden wir dann senden.